Was geht ab bei euch auf der Erde? Terrafox hier gesendet von der Erde. Heute schauen wir uns wieder die wilde Welt auf Twitter-X an. Und als erstes haben wir hier der neue Weihnachtsmarkt. Ich weiß gar nicht, warum mir das vorgeschlagen wird auf der Startseite hier. Ich klicke nochmal drauf. Passiert nichts. Oh doch. Oh. Oh. Mist, es ist weg. Alter, Twitter ist so unübersichtlich. Jetzt ist es weg. Scheiße. Ich wollte es zeigen, ey. Da wollte ich zeigen. Wo ist es geblieben? Wo ist es geblieben? Wo ist es geblieben? Scheiße. Egal. War eh nur ein Muslim oder so. Das ist auch besser. Hamburg ist auch der Teufel los. Allahu Akbar. Was steht denn da? Ah, es geht 2 Minuten so weiter. Ah, es klopft bei mir. Ja. Okay. Wir waren heute sehr früh da. Normalerweise kommen sie um 18.30 Uhr oder so, eine Stunde eigentlich. Okay, wir schauen uns das Wetter an. Oh, jetzt kommt Pfefferspray. Jetzt geht's los. Das ist der Chef. Da weht die Kamera richtig rum. So wird die gehalten. Nicht hochkant. So wie dieses Video hier. Das ist ein Hochkant-Video, ey. Vertical-Video-Syndrom. Oh, lass mir das sein. Ich bin mit der Story of Trump gerne vorbei. Bla bla bla. Emir von Katar demütigt scheinbar ein Sinnbild für ein Land, das niemand mehr respektiert. Die Entmütigung und dem Inventar des Steins 30 Minuten am Flugzeug waren, bis endlich der Außenminister abholt. Es zeigt niemand Respekt vor diesem Deutschland. Deutsche Politiker wollen Fünftelspiel, auf keiner nimmt sie mehr. Ernst. Scheinbar und so haben wir deutsche Position gespielt. Okay, es wird spannend mal in Deutschland. Ey. Das ist unglaublich, ey. Aber egal, das wollten wir eigentlich jetzt nicht zeigen. Und ich wollte euch das auf dem Weihnachtsmarkt zeigen. Und es kommt nicht mehr wieder. Okay. AfD steigt. Kann man jetzt auch nicht mehr verbieten, ne? So, erinnert sich noch. Winter 1978. Oh, hat's noch geschneit. So, besonders krass die Verschärftigkeit, mit der man sich öffentlichen Raum nimmt. Oh, es geht hier weiter. Ne? Hamburg, Germany. So, aber das wollte ich aber nicht sagen. Wir sind schon fast 5 Minuten für alle Walkbar draufgegangen. Ich gucke doch mal, ob ich dieses verdammte Weihnachtsmarkt-Jaule finden kann. Irgendwas auf Weihnachtsmarkt, was passiert? Nee, ich krieg nur Sonic. Sonic, was ist ein Privatjet? Das größte Privatjet-Treffen der Welt. Sehr super ist ein Web dabei, inklusive Friseur-Team. Okay. Privatjet kann ich nicht gebrauchen. Hab kein Geld dafür. Kann ich auch nicht gebrauchen, selbst wenn ich ein Geld hätte. Ich brauche keinen Privatjet. Noch nicht. Wir gucken uns jetzt die Germany-Trends an. Erster steht da.
Dollars, S'mores oder so. Keine Ahnung, was das ist. Ich guck mal rein. Erstmal kriegen wir eine ganze Menge Twitter-Accounts, die wir durchlesen und durchscrollen müssen. Alter, wie viele sind das, ey? Hallo? Das habe ich vielleicht in die Premium angeklickt. Da ist es. S'mores. Ich weiß nicht, warum es so in Germany Trends steht. Das ist nämlich alles auf Englisch und hier. Keine Ahnung, es ist eine Aktie. Es ist S'mores Turning but 3 S'mores. Bei IDH, it kicked in 3 Storms, S'mores, Valo Wizard. Listen, Splendor, Death, Carmelo. Keine Ahnung, was das jetzt sein soll. NFT, most bullshit NFT crypto projects at the moment. Ich blick da nicht mehr durch bei den ganzen NFTs und so. Und was ist mit Euro? Ja, das ist ja auch nicht eine Währung, die eigentlich Schrott ist. Gold und Silber, Leute, das ist die Zukunft. Das sage ich jetzt hier, ne? Verrate ich euch. Nur euch. Und als nächstes haben wir Spermax. Die meinen, das ist auch. Das ist auch irgendwas hier. Gaza Genozid, okay. Spermax makes the money work for you. 2000, fast 2000%. Okay, also schon wieder irgendwas mit Aktien oder so, NFTs. Hamas-Members, language is really undescribable, seamless mental patients. Okay. PT is now listed, kam es so, native Femex-Token. Aber jetzt. Er starb in der Ukraine, jetzt sterben die Juden und das alles sind Zivilisten. Wann wird Amerika mit dem Schicksal anderer Menschen spielen? EU wird das Foto Euro geben, bla bla. Femex, over dear Femex Community, over the past team I have worked. To the moon. Ich weiß nicht, was das ist. Ich blick nicht durch, ich weiß nicht, was das ist. Schreibt mir in den Kommentaren, wenn ihr wisst, was das genau ist. Ich möchte es gerne wissen. Spotify Wrapped. Spotify. Hör ich mich nicht an. Kostet für mich Geld. Spotify for Artists. Most streaming K-Pop Artists of 2020 Spotify. Blackpink, Jungs, Cook, Spotify. Oh. Teta. Temp Tops Inspiring Victories for Animals. In 2023 Massive Band Exotic Skins. Peter. Die Tierschutz-Nazis. Ja, die Nazis waren ja auch im Tierschutz an. Die haben ja Tierschutz eingeführt, die Nazis. Ohne Witz jetzt. Yes. Oh, Peter. So, was gibt's noch? Delivery from my friends. Ich verstehe gar nicht, was Peter jetzt hier unter. Wo sind wir überhaupt? Bei Spotify gelandet. Aber es ist Twitter, das heißt, es bleibt nicht politisch. Wir haben hier noch ganze Menge. Was ist das denn hier? Das Spiel because it's very hot. Was so eine Final Press Kill bis aussieht und so weiter und so fort. Okay, nächstes Urteil. Was wird denn hier? Was ist, interessiert auch eh keinen. 2020 vergewaltigen mindestens 9 junge Männer ein erst 15-jähriges Mädchen über Stunden. Gestern wurde das Urteil gesprochen. Nur einer muss in den Knast. Was ist ein Frauenleben in Deutschland wert und sind zwei Gruppenvergewaltigungen pro Tag wirklich etwas, das wir hinnehmen wollen? Okay. Im Hamburger Stadtpark wird eine erst 15-Jährige von mehreren jungen Männern über Stunden gruppenvergewaltigt. Insgesamt 2,5 Stunden in 3 Durchgängen vergehen sich die jungen Männer an den Mädchen. Sie filmen sich bei der Tat, sie klauen ihr das Handy und das Portemonnaie. Später wird man Spermaspuren von 9 verschiedenen Männern an den Mädchen finden. Reue zeigt bis dato keiner der Männer, die allesamt einen Migrationshintergrund haben sollen. Nach einem 18-monatigen Mammutsprozess nun das Urteil. Von den 9 Tätern muss gerade einmal einer in den Knast. Alle anderen kommen mit Bewährungsstrafen davon. Für die meisten der Täter dürfte die Bewährungsstrafe ein Freifahrtschein sein. Eine wirklich abschreckende Wirkung hat dieses Justizsystem schon lange nicht mehr. Übrigens kommt es mittlerweile in Deutschland jeden Tag zu 2 Gruppenvergewaltigungen. In 50% der Fälle haben die Täter keinen deutschen Pass. Und auch bei den anderen 50%, die einen deutschen Pass besitzen, ist nicht klar, ob es sich nicht vielleicht auch um Täter mit Migrationshintergrund handelt. Fest steht, dass Gruppenvergewaltigungen erst ein neueres Phänomen in Deutschland sind und auch. Okay. Ja, man sieht es vielleicht, ich habe auch Migrationshintergrund.
Alter, ey. Was geht da ab in Deutschland? Könnt ihr noch an den Vorfall erinnern, mit einem Videospruch, wie es aufgetaucht wird? Der LKW-Fahrer will auch gegen das heutige Urteil rechtsmittel. Am Ende wird er dann bestimmt freigesprochen, bekommt eine Ordnungsfest und ein Engagement. Was ist denn da passiert, NDR? Im Sommer. Diese wirklich unschöne Begegnung von Demonstranten und einem LKW-Fahrer in Stralsund hat für Empörung gesorgt und ist nun vor Gericht gelandet. Der LKW-Fahrer wurde heute zu einer Geldstrafe verurteilt, wegen versuchter Nötigung. Auf seinen Führerschein muss er 4 Monate lang verzichten. Im Sommer hat der Mann versucht, 2 Aktivisten der letzten Generation von der Straße zu zerren und war dann einfach losgefahren. Mitte Juli in Stralsund. Eine Protestaktion der letzten Generation eskaliert. Fahrer los und flüchtet danach. Eine Tat mit Folgen. Der Strafbefehl damals lautet, Führerschein für 1 Jahr abgeben, 5.400 Euro Strafe zahlen. Das nee, oder? Akzeptieren. Heute das mildere Urteil vor dem Amtsgericht. 1.000 Alter, ey! 4 Monate Fahrerlaubnis geben, weil er den Klimaaktivisten unter Stress übersehen haben soll. Das Ergebnis der Beweisaufnahme in diesem sehr entscheidenden Punkt war, dass der Angeklagte... Alter! Der mit Nötigung, da wird man selber genötigt auf der Straße und versucht sich zu wehren und schreibt, und das kriegt man nach. Ah, Mann, wie müde, könnt ihr mal diesen Vorfall erinnern? Na. Da war dann nach Auffassung des Gerichts nicht auszuschließen, dass er den Klimademonstranten dort übersehen hat. Alle übrigen Anklagepunkte werden fallen gelassen, etwa gefährliche Körperverletzungen. Der Vorfall findet in sozialen Medien teilweise Zuspruch. Mehrere 10.000 Euro Spendengelder hat der Angeklagte nach eigenen Angaben erhalten. Mein Mandant hat sicherlich was gelernt. Er weiß, ein bisschen überreagiert. Also daraus hat er definitiv gelernt, aber ich bin trotzdem der Meinung, man muss sich nicht alles gefallen lassen, wenn wir dahin kommen, dass wir akzeptieren müssen, dass mich Leute daran hindern, im Straßenverkehr mein Fahrzeug zu führen, wenn wir uns dagegen nicht wehren dürfen. Ich glaube, dann hat Deutschland verloren. Und zwar steht ein monatelanges Fahrverbot auf dem Papier. Trotzdem erhält der Angeklagte seinen Führerschein zurück, weil seit dem Vorfall im Juli 4 Monate vergangen sind. Und mein Mandant hat den Job. Oh gut. Kann er die Jobangebote auch wieder annehmen, weil er hat ja sein Fahrerlaubnis zum Führen eines LKWs und PKWs wieder. Während der Verhandlung protestieren Klimaaktivisten in Stralsund an derselben Stelle wie bei der Demonstration im Juli für ein etwas anderes Zeichen. Wir fordern eine Einstellung des Prozesses gegen den LKW-Fahrer. Also da wäre viel mehr so ein Täter-Opfer-Ausgleich, eine Wiedergutmachung, ein Anti-Aggressionstraining. Sowas sorgt dafür, dass sowas in Zukunft nicht mehr stattfindet, dass so ein Kontrollverlust irgendwie vermieden wird und nicht, dass er eine Strafe verurteilt wird. Also trotz des milden Urteils möchte der Angeklagte erneut dagegen vorgehen. Der Prozess geht also in die nächste Instanz vor das Landgericht. Okay, das schreckt ein bisschen ab, aber wenn ich jemanden da auf der Straße sehe, der die Straße blockiert... Es gibt, glaube ich, Notwehr, Nothilfe, glaube ich, heißt das recht. Ich würde den auch von der Straße ziehen, oder? Okay. Okay, wir analysieren mit der Richtung, widerlichen Tätern solidarisieren. Go fuck yourself. Mit dem Richterin und den widerlichen Tätern solidarisieren. Afghanen tötet die ESV aus Eifersucht zu 20 Jahren Haft verurteilt. In Deutschland wird das Urteil lauten, auf bestem Wege Bewährung. Ein Mann afghanischer Herkunft hat im April 2020 seine Ehefrau ermordet. Mehr als 160 Mal schraube ich vor den Augen seiner Kinder auf die Mutter. Sein mit tief Eifersucht. Dabei fand er nun der Gitter. Wo ist das passiert? Wo ist es passiert? Wo? Wo ist es passiert? Wo ist es? Kann nicht Deutschland sein, oder? Wo? Der Arme, der auch schon Asyl bei uns beantragt, geht es auch schriftlich aus dem Knast. Gut, die Kriterien, dass sie nur dran Freigang. War bestimmt Selbstmord. Boah. Wo? Wo ist das passiert? Alter, wo ist das Selbstmord passiert? Mädchen 15 in Hamburg vergewaltigt, nur einer von 9 Führertreuern kommt in den Knast. Der Bewährung, der sogenannten Vorbewährung ausgesetzt. Ah. Okay, es geht weiter. Was ist das? Die Klima. Das steht auf Platz 5 nur. Genau, das ist jetzt hier Klima. Operate. People are dying. Splendid is on fire. Thanks to better technology, climate-related deaths are actually falling. Still, the media tell us. Experts say that we have until 2030 to avoid catastrophe. Climate scientist Judith Curry once was one. Boah, 43 Minuten dauert das ganze Video. Okay. Klimakonferenz. In Dubai auch noch, ne? Passt ja super, ey.
das interessiert mich nicht, interessiert mich nicht. Kriegsverbrecher, so, wie es kommt. Putin? Nein, es kommt Henry Kissinger. Oh. An den großen Kriegsverhältnis hat einen Löffel abgegeben. Henry Kissinger. Boah, das war jetzt vor meiner Zeit, das kenne ich jetzt nicht da. Mich haben sie überzeugt, Friedensnobelpreis für die Hamas. Ah, ist das nicht süß? Oh, Manometer, ey. Besser als Battlefield 2042, so wie es aussieht, ne? Oh. Oh mein Gott. Im Frühling 2023 wurde Putin wegen der mutmaßlichen Deportation von Kindern zum Kriegsverbrecher. Im Herbst 2023 wird Netanyahu trotz Tötung von über 6000 Kindern zum Messias. Einer von den pro-israelischen Russland-Hasserinnen muss mir das mal erklären. Was ist denn der Haftbefehl gegen russischen Gericht in Den Haag? Wird Putin sein mutmaßlich verantwortlich für die Kriegsverbrecher? Ich bin Antrag. Chefverklärer KMK auf Ausstellung des Haftbefehls hat in die Richter stattgefehlt. Oh Mann. Der Henry Kirchner hat all die Dinge, die zur bösen Kontrolle gehören, und schon geschnallt. Da der etwas von meiner Zeit war, dann haben wir gerade mal das vom Anlass da nochmal zu verstehen. Wörter Holland und Kriegswörter kommen auch vorher. Es war auf jeden Fall so. Das ist dieses lange Tweet, den ich kurz angesehen habe. Ne? Ich weiß gar nicht, worum es geht hier. Ja, der ist jetzt in der Verzweiflung und muss jetzt alles klären wahrscheinlich. Ne? Der muss jetzt klären, warum sich jemand in Zeit wiedererkannt hat. Oh, ich hab so eine Vorstellung von dem Leben nach dem Tod, das ist unglaublich, ey. Nach 100 Politiker waren Mann für andere gegen einen Kriegsverbrecher. Wir haben in einer. Na, okay. Schnee! Okay, wir haben Schnee, ey. Die. Stefan Homberg. Sie haben Alte bis zum Tod eingesperrt, Kinder im Schnee gehetzt, Demos niedergeklümpelt, Psychokrieg geführt und Ungeimpfte ausgegrenzt. Jetzt sagen sie sorry, Nidum, es war noch nur leichte Nachnamen. Zum ersten Mal in der Geschichte. Was war denn da passiert? Szenen, die wir so nicht kennen und die auch bei Twitter scharf kritisiert werden. Eine Journalistin schreibt, Impfungen kann man in Deutschland wohl nicht organisieren, aber den Polizeihubschrauber über Kinder jagen, die auf einem eingefrorenen See spielen, German Priorities. Nicht nur sie, auch die Anwohner sind entsetzt. Es wirkte eher wie in einem schlechten Film, so Apokalypse Now, haben manche gesagt. Und ist ja relativ viel Schnee hier auf dem Eis oder so und das fliegt halt hoch. Das waren hier teilweise Schneesäulen oder so ein ganzes, ja, es gibt ja Aufnahmen davon, dass man das sieht. Also die sind hier bestimmt 5 Meter dann hochgeflogen. Den Druck, den er da hatte mit seinen Rotoren, führte eben noch dazu, dass hier Gegenstände durch die Gegend flogen, also Schuhe, Taschen. Teilweise haben die Leute auch Campingstühle hier mit bei gehabt oder so, flog alles durch die Gegend, also so bis zu 20 Meter, würde ich mal sagen, sind so manche mittelschweren Taschen vielleicht geflogen, die jetzt vielleicht genau unter dem Hauptdruck oder so waren. Ich war so eine Stunde auf dem Eis und ja, dann sind die hier hingeflogen und am Anfang dachte ich, was geht hier los? Es war ein schwarzer Helikopter, es war mir auch nicht klar, dass es die Polizei war. Und dann auf einem Punkt sind die hier hingekommen und die haben ein bisschen über das ganze Eis geflogen und ja, die haben gesagt, dass wir weggehen sollte. Ob der Hubschrauber auch weiterhin zum Einsatz kommt, ist nicht klar. Ein Sprecher der Berliner Polizei sagte, dass das Treiben auf den Berliner Seen weiterhin beobachtet wird und davon abhängig entschieden werde. Hä? Was war? Hä? Okay. Alter, du passend zum Schnee ist auch okay. Kann man diese Leute noch ernst nehmen? Wegen des Klimawandels ist der Schnee nur noch kalt und nicht mehr bitterkalt. Und ohne Klimawandel wäre es kälter gewesen und wäre mehr Schnee gefahren. Es tut weh zuzuhören. Frozen Ways, Castle Ruin in Western Germany. Das sieht schon besser aus. Das sieht auch schon entspannter aus. Ich klick mal drauf, um es in groß anzusehen. Atmosphäre. Los im Castle Ruin. Stoff der Legenden. Schloss Bildes aus Eriat mit der Elbe mit Schnee heute. Dresden. Warum ist es wieder gefährlich, es zu radeln? Der Schnee ist es nicht. Keine Ahnung. Nächstes. Shane. Wer ist Shane? Wer ist Shane? Was ist Shane? Crypto Shane McGovern. We fuck you, little Volksshit. Wir begonnen ganze Kulturraum Kunst. Also, BBC hat Terminal gesagt, es ist ein Abbruch. Shane ist voll konkurrent. Ich bin nur noch, wie seine Profession auf dem Topf ist. Schade. Die von der BBC.
Rest noch Shane, Good Lover. Rip Shane McGowan, thanks for writing the system so ever. Kenn ich nicht. Also zwei sind gestorben. Henry Kissinger und Shane. Okay. Nächstes. Jugendstrafrecht. Welches angewandt wird, weil es sich bei Jugendkommentaren oft um relativ harmlose vorübergehende Entscheidungen handelt. Wie eine Gruppe von einem Minderjährigen als harmlos angesehen werden kann, ist mir unbegreiflich. Neun Vergewaltiger, nur einer muss in den Knast. Okay. Kein Vergewaltiger, egal ob nach Jugendstrafrecht oder nicht, darf als freier Mensch den Gerichtssaal verlassen. Feministinnen fordern schon lange eine massive Verschärfung des Sexualstrafrechts. Ah, können Sie weiter. Ich werde nicht alle Kopftuch tragen, insofern, das können Sie ja weiter. Oh Mann, Vergeltung, Abschreckung dürfen im Jugendstrafrecht keine Rolle spielen. Es geht darum, künftige Straftaten durch Erziehung zu verhindern. Vielleicht ist auch dieses Denken grundsätzlich falsch. Das ist Täterschutz, nichts anderes. Deutscher Zivildienst hat Brachia zugeschaffen. Von 9 Vergewaltigern einer verurteilt, 2,5 Jahre Knast. Boah, da steht sogar drin, wie lange, ne? Während die 9 2,5 Stunden. Für jede Stunde gibt's ein Jahr Haft. Das weiß ich, okay. Scheißwitz, ich weiß. Aber es ist anscheinend so. Für jede Stunde gibt's ein Jahr Haft. Oder 0. Bei den meisten, bei den 9 anderen von. Von 9, also bei 8 anderen ist es ja 0 Stunden Haft. Aber bei einer war das für jede Stunde ein Jahr Haft. Deswegen 2,4 Jahre Haft. Oh, absolute Schande, krieg ich schon wieder richtig Laune. Jugendstrafrecht war es vorher noch nicht mit Sexualdelikten aufgefallen. Erster Stich aufs Haus oder was. Bis auf einer sind alle auf freiem Fuß. Auf der anderen Seite sitzt eine 15-jährige DNA von 9 Spasten sich hatte und gehen mit Bewährung nach Hause. Digga, echt nicht euer Ernst. Digga. Oh Mann, das ist schon mal. Digga, nicht ich euer Ernst. Alter, Jugendstrafrecht. Ja, Grüße aus dem leicht angezuckerten Sachsen-Anhalt. Sachsen-Anhalt. Liebe Leute, die Empörung und die Aufregung ist groß und ich habe dafür totales Verständnis. Diese 9 Männer, die sich da vergangen haben an der jungen Frau, dass nur einer von denen tatsächlich eine Strafe bekommen hat und der Rest im Grunde genommen nach Hause gehen darf. Da brauchen wir nicht drüber diskutieren. Das ist unmöglich. Aber, und jetzt kommt das große Aber, liebe Bundesbürger. Erinnert euch bitte mal von einem halben Jahr, von einem Jahr, vor anderthalb Jahren, vor 2, vor 3, vor 4, vor 5. Ja, komm. Seit vielen Jahren gibt es diese Urteile. Seit vielen Jahren gibt es diese Rechtsprechung. Und jedes Mal empört sich ganz Deutschland. Die Menschen empören sich, die Politik empört sich, die Altparteien empören sich vor allem. Aber es sind ja die Altparteien, die Gesetze machen. Ich war über Bundesbürger. Und das ist das Problem. Okay, das kann noch. Das ist, wie gesagt, das ist in Kürze, ja. Okay, einfach mal vergewaltigen. Ich dachte, wir hatten 10 oder 9. Oder war das. Hä? Wieso 10? 11. Hier steht 11. Wie viele waren das jetzt nun? Von 9 Vergewaltigern. Und das ist jetzt der andere. Und die Opfer von den Täter finden wie in diesem Fall. Hamburger Stadtpark. Wo ist das passiert? Oh, nee, ich will das jetzt nicht nachgucken. Das ist auch Hamburger Stadtpark. Ist das zweimal passiert, oder was? 9 für 4 Touren vergewaltigt. Wir haben dann mindestens 2 Stunden. Filmen sie sich, ne? Von 9 Vergewaltigern, einer verurteilt, 2,5 Jahre Haft. Okay. Hier sind 11. Wer ja, mehr. Auch im Hamburger Stadtpark. Alter, das ist. Alter, das,
Ich werde das nicht googeln. Nee. Ich würde das nicht wissen, ey. Wegen einem blöden 11.09. Ich habe keine Ahnung, Leute. Wie geht's weiter? Vergewaltigung als identitätsstiftende Stärkung des Gruppengefühls. Veröffentlicht Namen und Bild der Richterin, die nach Jugendstrafrecht und Vergewaltiger Charlotte Richter und dann bewusst die Folge Brandstifter. Okay. Das ist im Stadtpark Ursache unter gesetzten Grundlagen des Jugendstrafrechts. In Jugendstrafe geht es um künstliche Strafe und durch Erziehung zu verhindern, während Vergeltung und Abtreibung nach dem Gesetz keine Rolle spielen dürfen. Klärt. Oh. Nur einer muss in Klasse. Das ist typisch Twitter. Jeder hat andere Informationen oder was? Jetzt war er oben stand 2,5 Jahre. Jetzt steht er 2 Jahre. Alter! Einigt euch! Ich komme nicht. Ich krieg das nicht mehr hin, ey. Ich firmiere mäßig das Vertrauen in den Rechtsstaat und sehe, wie solche Urteile Menschen weiter radikalisiert. Wenn der Rechtsstaat nicht endlich härter durchgreift, machen das bald andere. Ja. Schlafwandler, 19 vergewaltigt Mädchen, 15 Freispruch. Trotz der eindeutigen Belegen plädiert der Beschuldigte auf Unschuld, weil er während der Tat an einer Schlafstörung gelitten haben soll. Ja, boah, keine Ahnung, ey. Schlafwandler vergewaltigt Mädchen, Freispruch. Alter, was geht denn da ab, ey? Nein. Das Problem ist doch ein anderes. Das Jugendstrafrecht längst bei Volljährigen angewandt. Wer 23 Jahre alt ist, ist alt genug für seine Taten, wie ein Erwachsener gerade zu stehen. Da muss der Gesetzgeber ran. Strafjustizgebäude. Währung bei Vergewaltigung im Jugendstrafrecht oder nicht, sollte abgeschafft werden. Also ich war in der Kinder- und Jugendpsychiatrie. Da hat man ja schon sehr viele Verrückte kennengelernt. Aber sowas gab's damals noch nicht. Nee, auch bei mir nicht. Es kamen welche, die wurden mit richtigen Beschlüssen hingepackt wegen Aggressionsproblemen oder sowas in der Art. Aber das gab's nicht. Ja, immerhin. Wenigstens wurden die nicht in der Psychiatrie oder in die Forensik gebracht und ärgern dort die Leute. Wenn ja. Don't teach your kids to hate Elon Musk. Wenn die hier 15-, 16-jährige Terroristen auf den Kölner Weißmarkt schicken, müssen wir das Jugendstrafe ganz dringend auf gewaltfrei gehen, wie Laden, die Stuhle, Betrug bekämpfen. Das sind keine Kinder, wie wir sie kennen. Das Jugendstrafe muss endlich abgeschafft werden. Okay, wo waren wir jetzt geblieben? Jugendstrafrecht. Ey, wir sind durch. Das ist 10 von 10. Fast eine halbe Stunde lang Twitter. Und ich bin dümmer als vorher. 2,5 Jahre oder 2 Jahre. 11 Vergewaltiger oder 9? Alter. Alter, ey. Der Hendrik Kissinger, Jugendstrafrecht. Wir hatten so viel über die Erfolge der ukrainischen Armee gehört, dass sie wirklich schon in der Nähe von Moskau sein sollte. Aber das ist es nicht. Wir müssen klar verstehen, dass die Förderung minimal ist. Wie viel sind wir bereit zu opfern, um am Ende moralisch richtig zu sein? Das bestimmende Element sollte nicht Krieg und Krieg sein, sondern Diplomatie, Admiral A. D. Kai-Achim Schönbach. Ich habe in den letzten Monaten so viel über die Erfolge der ukrainischen Armee gehört. Okay, weiß ich auch nicht, was ich jetzt dazu halten soll. Ein liberales, auf Erziehung ausgerichtetes Jugendstrafrecht ist nicht gemacht für Menschen, die sich nur als Jugendliche ausgeben und aus einer Kultur stammen, der Rücksicht als Schwäche gilt. Ja, ich weiß, eigentlich waren das Jugendliche. Ich meine, die können ja ihr Alter jetzt selber entscheiden. Ich habe sogar einen Fall gehört, da kam ein 22-Jähriger in die Kinder- und Jugendpsychiatrie, weil er sich als 16 ausgegeben hat. Und hat dort ziemlich psychotisch reagiert. Irgendwann, keine Ahnung, wie das rausgekommen ist, hat er dann gesagt, wahrscheinlich, dass er eigentlich 22 Jahre alt ist und nicht 16 Jahre. Und dann kam er in die Erwachsenenpsychiatrie. Okay, das sind die Probleme, das ist schön, neu in Deutschland, habe ich noch nicht erlebt, sowas. Aber ja, ich habe davon gehört. Nicht auf Twitter, auf YouTube. Aber ja,
Kriegsgespräch zu hören, Ruhe wiederherzustellen und so weiter. Also wir sind aber Jugendstrafrecht und wir sind jetzt gerade dabei, über die Ukraine zu sprechen. Alter, Twitter kann sich auch nicht entscheiden, was los ist. Okay, 30 Minuten sind um. An euch vielen Dank fürs Zusehen. Bleibt gesund wie immer. Es gibt einen Daumen hoch für euch fürs Zugucken. Dankeschön. Mir kommt der Schlüssel heute. Ciao. Tschüss.